So, heute bringen wir wieder die Hühner woanders hin, und zwar kommen die heute nach Frankfurt. Ich nehme euch da mit, habe schon alles eingeladen für euch. Das heißt, wir fahren jetzt los und mal gucken, was auf uns zukommt. Ich hoffe mal, dass wir in Frankfurt einen Parkplatz finden, um Hühner auszuladen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Welches Huhn willst du? Weiß ich nicht. Ein Huhn, das weniger zappelig ist. Ja. Die sind alle recht zappelig. Warum sind die hier so groß? Warte, wollen wir mal zur Seite? Weil ich bewusst große Rassen gewählt habe. Okay. Weil ich große Hühner schöner finde. Aber in der anderen Gruppe habe ich auch ein kleines Huhn. Willst du mal? Ich habe aber Angst, dass es mir irgendwie so abhaut. Dann kannst du ruhig gut zupacken. Weil es so schwer ist. Oh mein Gott. Ey, schön festhalten. Die sind zu schwer, die sind sehr schwer. Komm, das schaffst du. Schaffst du. Das halt's gerade mit einer Hand. Das ist jetzt der Hühnerhalter. Ganz fest, du tust dem Huhn nicht weh. Jetzt kann ich da rüber gehen und das reinsetzen. Einfach rein. Nee, nicht fallen lassen, ne? Das Huhn. Guck mal, auf die Stange absetzen. Nein, das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Lass deine Hände dabei. Kannst du auch zusammen machen. So. Rein, runter. Welchen Knopf soll ich drücken? Den roten. Den da. So. Yay. Kennen die das? Das ist so wie immer. Ja. Die sind auch die ganze Zeit im Stall. Guck mal, die sind schon ungeduldig. Die wollen raus. Lustig. Erstes Huhn. Herzlich willkommen. Hallo. Sie ist gleich eben aber.
Da hat sich ja wer vorgetringelt. Und 5. Oh mein Gott, das hinten, das da weg ist, ich finde das so lustig. Mit welchem Knopf muss man eigentlich drücken, wenn es zugeht? Den grünen, aber eigentlich müsst ihr gar keine Knöpfe drücken.